von Anfang bis zum Ende durchgelesen. Also für den interessierten Zuschauer sollte sich das mal anschauen. Also es sind jetzt hier nicht standardmäßig vielleicht 2000 Zeichen, es sind einige mehr. Also man muss sehr, sehr viel Informationen aufsaugen. Unter dem Strich im Q3, also tatsächlich, so wie Sie es gerade schon geschildert haben, alles im Rahmen der Erwartung. Spannend wird jetzt das Q4. Hier erwarten Branchenkenner, Analysten und wir vom Aktionär auch deutlich mehr Dynamik in Form von weiteren Meilensteinzahlungen. Sie haben es angesprochen, die Prognose steht auch noch etwas auf wackeligen Füßen. Kommt alles wie erwartet rein, dann sollte es für die Evotec-Aktie jetzt in den nächsten Wochen auch weiter nach oben gehen. Aus charttechnischer Sicht ist hier die Marke von 3,15 Euro, 3,16 Euro sehr wichtig. Wird die überwunden, dann gibt es ein Kaufsignal. Kurse im Bereich um 3,80 Euro wären zum Ende des Jahres durchaus möglich. Es ist genau das Niveau, von dem die Aktie zuletzt deutlich nach unten durchgereicht wurde, als eben der Newsflow alles andere als positiv war. Und da kommen wir eben auch gleich zu dem, ja, zu den Nachteilen bei Evotec. Man ist eben nicht davor gefeit, dass es den ein oder anderen Rückschlag kurzfristiger Natur gibt, der sich dann deutlich auf den Kurs auswirken könnte. Aber wie gesagt, Fazit, kommt alles wie erwartet rein, sollte die Evotec-Aktie zum Jahresende deutlich höher stehen als heute. Ja, warum ist denn die Ad-Hoc-Mitteilung hier so umfangreich ausgefallen? Und würden Sie denn auf dem aktuellen Niveau die Aktie zum Kauf empfehlen? Ja, wir sind natürlich bei Evotec positiv eingestellt, aber eben mit dem gerade erwähnten Risiko, was man mit berücksichtigen sollte. Also durchaus einen engen Stoppkurs wählen, aber spekulativ orientierte Anleger können hier auf dem aktuellen Niveau durchaus wieder einen Fuß in die Tür stellen. Schauen wir noch auf einen weiteren Konzern, der Zahlen vorgelegt hat. Ströer ist das. Wie fällt hier Ihr Fazit aus? Ja, wer diese Schalten und Sendungen hier vom Aktionär verfolgt, weiß, dass ich einen zu den Ströer-Optimisten, zu den Ströer-Freunden zähle. Man sieht es jetzt auch, das Unternehmen hat die Prognose nach 9 Monaten für das Jahr leicht angehoben. Großen Anteil an dieser guten Entwicklung an der Prognoseanhebung hat eben nicht das Stammgeschäft. Also Ströer kommt aus dem Bereich, jeder hat es schon mal gesehen, der Plakatwerbung, Bushaltestellen wurden früher mit Werbungen plakatiert. Aber durch geschickte Zukäufe hat man sich in den letzten Jahren eben up-to-date gesetzt im Bereich der Online-Werbung sehr gut aufgestellt. Und hier sehen wir Wachstumsraten im Bereich um 50% im Q3 bei Umsatz und Gewinn. Und dementsprechend musste der Vorstand Müller die Prognose fürs Gesamtjahr ein wenig hochsetzen. Und man hat es gerade im Chart, im Kursverlauf gesehen, oder sieht es jetzt hier auch nochmal, seit April ist die Aktie auf dem Weg nach oben. Klar, kurze Rückschläge, die hier gar nicht der fundamentalen Entwicklung geschuldet sind, sondern den jüngsten Krisen, die den Gesamtmarkt unter Druck gesetzt haben. Aber jetzt mit dem Sprung über die 19,50 ein neues Jahreshoch. Kleiner Widerstand im Bereich um 20 Euro warte noch, aber mittelfristig, also ins nächste Jahr hinein, sollte die Aktie in Richtung 24 Euro laufen. Und ich rechne jetzt hier in den nächsten Stunden auch und Tagen auch mit einigen positiven Analystenstimmen, die ihre Schätzung, ihre Kalkulation nach oben setzen müssen. Und das ein oder andere Kursziel wird mit Sicherheit auch noch nach oben gesetzt. Und Fazit für Ströer aus meiner Sicht weiterhin kaufenswert. Dann besten Dank, Michael Schröder, für Ihre Einschätzung. Gerne. Bilfinger hat ebenfalls endgültige Zahlen.